Ja, Sascha, ich glaube, du bist ein bisschen zu groß. Also, wir sind wieder da. Channel 1, der erste, also, richtige Vortrag oder Kundenvortrag oder Vortrag aus der Praxis. Wir haben diesmal den Sascha hier vor Ort, einen lieben Kollegen von mir. Und der hat sich echt mal durch Smoke-Tests, also RAP-Services zu testen, mal durchgebissen. Und er wird euch jetzt mal zeigen, was so seine Lessons learned dabei sind. Und damit übergebe ich an den Sascha und viel Spaß. Vielen Dank, Tobias. Freut mich, dass mein Vortrag angenommen wurde. Ich habe jetzt gedacht, dritte Jahr ABAP-Conf, muss ich auch mal was beitragen oder will ich auch was beitragen? Eine super Sache auf jeden Fall. Ja, genau, Smoke Testing Your RAP klingt auf jeden Fall ganz cool, aber gleich vorneweg für alle Test-Gurus, langjährigen Unit-Integration-Tester und so weiter und so fort. Ihr werdet jetzt nichts groß Neues mehr lernen, nichts Neues hören. Das ist wirklich ein Vortrag, der für all diejenigen gedacht ist, die einfach mal wirklich ein bisschen testen wollen, die jetzt vielleicht eine S4-Migration gerade machen, einen RAP-Service entwickeln, aus der Historie gelernt haben, ein bisschen Qualität reinbringen wollen in das Ganze. Und da bietet RAP echt viel, muss man sagen. Die Architektur von RAP ist dann für wie gemacht. Es gibt mit dem Test-Double-Framework, es gibt sehr viele Möglichkeiten und da gehe ich nachher auch in der Demo ein bisschen ein. Ich fange jetzt aber erstmal mit so ein paar Grundlagen an, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen, wie kommen wir jetzt gerade von der DB-Syste, von der Bahn auch dazu, dass wir testen wollen, was sind so die Hintergründe, genau. Ja, als erstes mal, was machen wir von der DB-Syste? Wir sind der Digitalpartner von der Deutschen Bahn, kann man sich schon fast denken. Wir betreuen natürlich ganz viele SAP-Systeme, Finanzwesen, natürlich die Instandhaltung. Jetzt in unserem konkreten Projekt sind es die Fahrzeugdokumentationen, die in ein PDMP-System integriert werden, wo jetzt auch unser aktuelles Projekt drin besteht, da einen RAP-Service dafür zu entwickeln, der das Ganze macht, wie den Import und so weiter und so fort. Genau, das heißt, es macht Spaß. Das Programm Argo läuft aktuell bei uns. Das ist die S4-Migration. Die ist riesengroß. Sehr interessant auf jeden Fall. Genau, wer bin ich? Sascha Wächter. Bin jetzt ein halbes Jahr erst bei der DB-Syste. Bin dort im klassischen SAP-Entwicklungsbereich unterwegs. Habe die letzten Jahre viel Fiori und UI5 gemacht. Komme aber ursprünglich aus der ABAP-Welt natürlich. Die ersten Tage habe ich UI5 quasi mitgemacht und habe dann gemerkt, ja, ohne ABAP geht es nicht. Habe mich dann in die ABAP-Entwicklung immer tiefer reingearbeitet, wollte mir die ABAP-Entwicklung aber so schön wie möglich machen und bin dann aber doch irgendwie hauptberuflich ABAP-Entwickler und nebenberuflich Fiori und UI5-Entwickler. Full-Stack-Entwickler will ich nicht sagen, das klingt immer so hochtrabend. Ja, genau. Ansonsten habe ich viel Workflow gemacht. Workflow-Entwicklung hat mir Spaß gemacht. Das klassische OData, damals noch wirklich mit der SEGW, wo das noch wirklich Arbeit war. Steampunk jetzt gerade das letzte halbe Jahr haben wir da viel bei der Syste gemacht. Da hat uns die SAP auch fleißig unterstützt. Da haben wir ein POC gemacht. Da kam auch die Motivation für das ganze Thema Testing von RAP her. Ja, genau, habe auch noch einen Blog, saschadev.de. Ja, genau, bin eigentlich der Urgründer des DAP-Stammtisches Karlsruhe, aber da wird sich drüber gestritten. Der Sören winkt schon. Der Spaß musste jetzt sein. Genau. Gut, fangen wir mal an. Man findet schnell gute Gründe, die gegen das Erstellen von Tests sprechen. Aber wehrt sich gleichzeitig immer nach Gründen zu suchen, die dafür sprechen würden. Kennt man ja, oh, Legacy, oh, ist so aufwendig, oh, ich habe da Funktionsbausteine, die kann ich ja nicht testen. Ich kenne es auch, also ich habe das auch schon öfters mal verwendet oder war Teil davon. Jeder, der ehrlich ist, hat sich schon mal dagegen gesträubt, aber es gibt Möglichkeiten. Und ich finde, das ist ein guter Einstieg. Also, man sollte sich auch mal darüber Gedanken machen, was es einem ermöglicht, eine gewisse Softwarequalität zu erreichen, was es da für Möglichkeiten gibt. Man muss ja nicht immer gleich sein Legacy 80.000 Zeilen Include irgendwie testen. Es kann ja auch mal kleiner starten.
Ja, worum geht's eigentlich? Genau. Wir SAP-Entwickler befinden uns in spannenden, aber herausfordernden Zeiten. Viele Themen, wir haben jetzt heute Morgen schon viel über das Thema RAP gehört, CDS, Fiori, SAP UI5, ADT, Clean Core, Clean Code, ATC und natürlich das Thema Testen. Git kommt immer mehr. Natürlich die Cloud. Wir haben die BTP, generell Steampunk, aber Cloud, was sehr interessante Möglichkeiten eröffnet, aber was natürlich auch eine gewisse Herausforderung ist. Die bringen natürlich auch eine gewisse Komplexität mit sich, bieten aber auch neue Chancen gleichzeitig. Genau. Ich setze mich mal hin, bevor ich da immer rumstehe. Genau, der Umstieg auf S4, die Cloud, die kann man auch als Wegbereiter sehen, mal Sachen zu hinterfragen, neu zu denken. Die Migrationsprojekte gerade nach S4 oder dann auch später in die Cloud sollten auch nicht nur als eine Pflichtübung gesehen werden, da komme ich auch später nochmal drauf, da habe ich ein schönes Zitat dazu. Alte Denkmuster aufbrechen, aber gleichzeitig, jetzt heißt vielleicht von dem einen oder anderen, oh, das ist ja alles immer naiv, die Realität, wie auch immer, kennen wir alle, wir sind alle in Projekten. Es gibt die andere Realität. Der Herbst der S4-Projekte hält Einzug. Man hat angefangen mit dem schönen Frühling, Greenfield, alles blüht, ist dann schnell in die Realität angekommen, hat dann doch sich für Brownfield entschieden. Die Frage ist, was kommt als nächstes? Snowfield, ist dann kalt und rutschig. Oft müssen einfach Kompromisse her, Budget, Zeit, Fachkräftemangel, Tagesgeschäft kennen wir alle, die oben genannten Herausforderungen. Und natürlich schlägt man sich einfach, das ist bei uns auch ein Riesenthema, mit der Komplexität aus der Vergangenheit mit dem ganzen Legacy-Coding rum. Genau das finde ich ein schönes Zitat, dass alle SAP, ja ich sage nicht Entwickler, alle, die im SAP-Bereich arbeiten, doch irgendwo betrifft. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert, vom Albert Einstein. Man darf auch nicht erwarten, dass man jetzt irgendwie alles nach S4 bringt oder in die Cloud mit Hängen und Würgen und dann ist alles besser. Also man muss schon auch als Firma, als Berater, als Entwickler ein bisschen was dafür tun. Da kommen wir auch dann so ein bisschen zum Thema Testing. Also man muss auch mal gucken, liegt an einem selber, am Team, am Fachbereich, dass man eine gewisse Qualität und Stabilität in seine Anwendungen reinbekommt. Ja, wieso jetzt eigentlich Smoke-Testing? Das klingt ja so besonders, ist es aber gar nicht. Man sollte doch ein bisschen aus der Vergangenheit lernen. Vieles resultiert auch einfach aus, ja, es gibt den schönen Begriff historisch gewachsen. Es gibt aber auch einen schöneren Begriff, der heißt historisch gewuchert. Die Tests, wie fanden die immer statt? Man hat als Entwickler halt mal irgendwie seine Dynpos durchgeklickert oder hat mal irgendeinen Job laufen lassen und dann kam was dabei raus und dann war das schon okay. Dann hat vielleicht noch ein Berater drauf geguckt. Oder man hat das Glück in größeren Firmen, hat eine Qualitätssicherungsabteilung, die aber natürlich auch nicht manuell immer alles nachher durch exerzieren konnte. Mangelnde Dokumentation ist ja auch immer so ein Thema. Tests sind auch gleichzeitig eine gewisse Dokumentation. Ich sehe ja, was das Coding können soll am Ende. Die unruhigen Nächte vor jeder Produktivsetzung kennt auch jeder. Ich transportiere mal Freitag noch schnell was in die Produktion und dann Montag habe ich Urlaub, weiß ich nicht, gucke ich dann mal. Die Frage ist halt dann immer, was ist dann auch passiert? Nicht nur, ob was passiert ist, man fixt irgendwie, man muss erst mal rausfinden, was überhaupt genau passiert ist. Und jetzt ist natürlich das Thema, man hat die Chance, das Ganze ja besser zu machen. Wir haben S4-Migration, wir haben doch gegebenenfalls Migration in die Cloud. Und deswegen will ich jetzt auch hier nicht predigen und sagen, ihr müsst alles testen und ihr müsst eine 100%ige Testabdeckung haben. Aber Tests sollten zumindest mal eine zentralere Rolle spielen als zuvor. Und das schafft, denke ich, jeder auch in einem gewissen in einem gewissen Projekt,
Stress in einem gewissen Budgetrahmen, wie auch immer. Jetzt auch mal so für den Chat. Ich weiß, ich kann nicht gleich interagieren, aber vielleicht nur für die Leute, die da sind und sie vielleicht schon langweilig, damit die ein bisschen diskutieren können. Was ist eigentlich aktuell die Motivation für euch zum Testen? Habt ihr das schon immer gemacht auf Legacy? Fangt ihr jetzt mit S4 oder mit Cloud an, mit RAP? Kommt es vom Kunden, kommt es von euch selber, weil ihr gemerkt habt, die Vergangenheit hat uns schlaflose Nächte bereitet? Bei uns war jetzt wirklich der Hintergrund, wir hatten jetzt ein POC, da hat uns die SAP auch unterstützt mit Steampunk und haben da fleißig RAP entwickelt und haben uns da natürlich auch einfach, weil es ein POC war, auch um das Thema Testing gekümmert und immer mehr gemerkt, wie einfach es doch an vielen Stellen gerade mit RAP geht. Wir haben da die Architektur, wir haben da Validations, Determinations in den Behavior Pools, OData kann man wunderbar testen, auf Integrationstestebene. Da haben wir gemerkt, das funktioniert wunderbar. Und wir haben jetzt natürlich auch einfach Kunden von Fachbereichen, die jetzt sagen, hey, ihr macht jetzt Sachen neu mit S4, testet es bitte oder sorgt dafür, dass eine gewisse Qualität vorhanden ist. Also es werden tatsächlich teilweise sogar Unit-Tests gefordert. Das geht jetzt nicht auf eine Testabdeckungsebene rüber oder wie genau die aussehen müssen. Aber auch die Kunden wollen sehen, dass sich in den Projekten oder in den Anwendungen, was passiert jetzt mit S4 HANA. Man nimmt eine Menge Geld in die Hand und das sollte es auch einfach ein Teil davon sein. Deswegen bin ich später mal gespannt, vielleicht im Meet the Speakers, was da so die Beweggründe sind bei allen anderen. Vielleicht testen auch alle anderen schon jahrelang fleißig, aber ja, man sollte auch immer ein bisschen ehrlich sein. Also man sieht es ja oft auch, was denn wirklich dahinter steckt oder wenn man fragt, macht es jeder, wenn man dann reinguckt, machen es doch nicht ganz so viele, hat man alles schon erlebt. Und was jetzt natürlich das Schöne ist, komme ich später dazu, es gibt wunderbare Möglichkeiten jetzt mit S4, also wenn ihr vor 10 Jahren mal angefangen habt, irgendeine alte Legacy-Anwendung zu testen und gemerkt habt, oh, Abhängigkeiten auflösen ist schwierig und so weiter und so fort, guckt's euch nochmal an. Ich hoffe, ich kann da ein bisschen motivieren einfach. Es soll jetzt hier keine Best Practices in allen Formen sein. Es soll einfach zeigen, was könnte so gehen im Umfeld RAP. Das Thema Testdaten ist natürlich auch wichtig. Soweit gehe ich jetzt aber gar nicht. Da gab es übrigens die letzten ABAP-Cons immer schon schöne Vorträge dazu, die da wirklich sehr ins Detail gehen. Aber auch die sind im ersten Schritt in vielen Projekten, in kleineren Projekten oft immer schwierig bereitzustellen, Testdaten, Container und so weiter und so fort. Hat man nicht immer die Kapazitäten? Kommen wir zur Folie da zuvor. Das soll aber jetzt gleich nicht eine Ausrede sein. Wir haben keine Testdaten, machen wir keine Tests, lassen wir es bleiben. Jeder Test ist besser als kein Test. Genau, jetzt kurz mal, was eigentlich Smoke-Testing bedeutet für diejenigen, die das noch nicht gehört haben. Das ist ein grundlegender Probelauf eigentlich. Also mehr ist es eigentlich nicht zum Offenlegen simpler Probleme. Also tut mein Service eigentlich überhaupt oder hat er wirklich gravierende Probleme, dass ich gar nicht erst auf Quali oder geschweige denn Produktion gehen sollte, dürfte. Das kommt aus der Elektronik. Und bedeutet einfach, man hat mal was verkabelt und wenn es dampft oder raucht, besser gesagt, ist eigentlich schlecht. Dann lässt man es lieber gleich bleiben. Es gibt da noch andere Definitionen, die aus dem Klempnern kommen. Ich habe irgendwelche Rohre, leite da mal Rauch durch und gucke, ob irgendwo Rauch austritt. Daher kommt so der Begriff. Klar, nach der reinen Lehre müssen in dem Umfeld die Tests auch jetzt nicht automatisch durchgeführt werden. Machen wir jetzt aber natürlich mit unseren Unit- und Integrationstests. Was bedeutet es jetzt in unserem Fall? Ich habe es eingangs erwähnt, da wird jetzt nicht viel Neues kommen. Einfach Unit-Tests von der Behavior-Implementation und ein bisschen Integrationstests auf OData-Ebene. Gehe nochmal kurz auf die Grundlagen ein. Genau, das kennen jetzt sicher schon viele. Da wird nachher der Jörg auch sicher nochmal im Schweinsgalopp durchreiten durch das ganze RAP. Da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Was aber interessant ist, ist zum einen hier
Da finden uns die Integrationstests statt. Also jetzt nicht auf der Web-API-Ebene, sondern auf der OData-Ebene. Ich habe jetzt einfach mal ein Kästchen malen wollen. Und genau, unsere Unit-Tests finden natürlich in der Behavior-Implementation statt. Das sind ja einfach Behavior-Pools bzw. Klassen. Die kann ich natürlich Unit testen. Genau, nochmal für alle, die vielleicht, das ist ein Basics-Vortrag, die auch mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatten, denen ihre Anwendungen einfach so immer wunderbar funktioniert haben, die gibt es ja auch. Was ist eigentlich ein Unit-Test? Was ist ein Integrationstest? Unit-Test ist ein kleiner, isolierter Test auf der Einzelelementebene, der sich wirklich auf den kleinsten Teil, also auf bestimmte Teile des Codings fokussiert. Und dass diese Teile in sich funktionieren. Ja, nach der reinen Definition schnell zu schreiben und einfach zu schreiben, kann man immer so oder so sehen. Das ist jetzt hier einfach meine Definition. Was wichtig ist, ist das Thema Vermeiden von externen Abhängigkeiten und Interaktionen. Das ist ja bei uns im SAP-Umfeld, die doch irgendwo nah an Daten, die natürlich sehr variabel sind, leben, ein großer Punkt, da komme ich gleich dazu. Im RAP-Umfeld bedeutet es einfach, wir testen Determination, Validation, Action, Save in den Behavior Implementations. Jetzt kommen die Integrationstests. Ja, das ist dann eine Stufe drüber, sage ich mal, also wie diese verschiedenen Komponenten, die ja in sich durch die Unit-Tests getestet sind, aber dann wirklich zusammenspielen. Und da kann es ja auch Probleme im Zusammenspiel geben. Also eine einzelne Einheit kann funktionieren, aber in Kombination mit anderen Einheiten kann es natürlich wieder Probleme geben. Nehmen wir mal im RAP, ich habe eine Determination, die was ermittelt, und habe eine andere, die darauf abhängig ist. Wie auch immer, kann es alles geben. Die einzelne Determination funktioniert, heißt aber nicht, dass mein Service oder am Ende wirklich funktioniert. Es kann Abhängigkeiten geben. Ja, die sind natürlich ein bisschen komplexer durch die ganzen Abhängigkeiten. Aber jetzt haben wir natürlich im RAP das Glück, wir haben OData, und für OData gibt es die Client-Proxy. Das heißt, ich kann im ABAP meinen OData-Service wunderbar testen. Da habe ich nachher zwei Beispiele mal dazu, die ermutigen sollen, das doch einfach mal zu machen. Genau. Und jetzt, was ich finde, im SAP-Bereich immer so ein bisschen wenig Liebe bekommt, ist das Testable-Framework. Weil das, was das Thema Testen betrifft, doch wirklich ein Enabler ist, sich's Leben einfach zu machen. Ja, man kennt es ja historisch, da gibt's ja gute Beispiele, mit Injections, wie es alles heißt, da komplexe Strukturen aufzubauen, damit man seine Funktionalität von den Dependencies, also von den Abhängigkeiten lösen kann. Das Testable Framework, jetzt gerade in unserem Fall auf CDS und SQL-Ebene, machen es natürlich einfacher, diese Datenbankzugriffe durch eine zwischengeschobene Ebene, die simuliert wird, die Abhängigkeiten zu lösen. Das heißt, ich kann in meinem Test sagen, simulieren, was sollte passieren, wenn jetzt in meiner Methode auf eine Tabelle oder auf ein CDS nur zugegriffen wird. Und da ich das quasi vorher bestimmen kann, kann ich natürlich auch vorher wissen, was am Ende rauskommen sollte. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass man Datenquellen quasi durch Testables ersetzt. Genau, früher gab es da so handgemachte Testable-Klassen. Das ging auch. Da gab es auch super Beispiele dafür. Aber man muss schon sagen, das Testable Framework vereinfacht das natürlich ungemein. Klar, Abhängigkeiten können natürlich, was heißt können, betreffen in großen Teilen auch Klassen oder halt natürlich auch Funktionsbausteine. Aber auch da gibt es mittlerweile vom Testable Framework was für Funktionsbausteine. Also wirklich, mittlerweile muss man sagen, ist doch da schon einiges passiert. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Praxis. Genau, eine Demo. Eigentlich wollte ich ja unseren POC zeigen, der wirklich konkreter ist, aber da der doch fachspezifisch ist und auch einfach unsere Steampunk-Instanz jetzt Ende November ausgelaufen ist, habe ich jetzt noch kurzfristig eine Demo probiert zu bauen mit ein paar Beispielen, damit wir es ein bisschen testen können.
Submitting-Session-Proposals für die ABAP-Conf als Web-Service. Ich habe das Ganze eingereicht und habe gesehen, oh, es ist in Google-Form. Da habe ich mir doch gedacht, oh, sowas kann doch RAP wunderbar. Habe dann mal schnell eine easy Demo gebaut, kein Draft, noch ein V2-Service. Es geht ja ums Testen, jetzt nicht um den Service. Die Demo ist auf GitHub, die ist auch in den Folien verlinkt. Die Folien gibt es ja später. Ich habe eine Kopfentität-Speaker-Session und eine Kindentität-Speaker, also die Speaker zu der Session. Habe natürlich den RAP-Generator vom André benutzt. Der wurde ja vorhin schon erwähnt. Der ist einfach wunderbar, einfach und man, ja, es macht Spaß, man klickert da ein bisschen was rein, hat einfach einen Service. Noch ein bisschen Metadata-Extension und schon funktioniert es grundsätzlich mal. Ja, man muss man ja mal erwähnen. Also wenn einem Sachen das Leben einfacher machen im SAP-Bereich, das ist doch immer eine gute Sache. Was habe ich für Validations? Ich muss natürlich eine Mailadresse angeben, da gucke ich einmal aufs Format und gucke einmal auf die Providerprüfung und da kommen wir jetzt wieder, die Providerprüfung ist aber customizbar. Die muss ich dann irgendwie auflösen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, zwei Validations, die irgendwie dasselbe machen, macht man da mal eine, aber ich habe probiert, die Beispiele so einfach wie möglich zu halten, dass man die gut schnell nachvollziehen kann in der Kürze der Zeit. Ich habe natürlich eine Action-Session akzeptieren für unsere fleißigen Organisatoren, dass sie einfach nur auf den Knopf drücken müssen. Es wird automatisch eine Mail versendet und so weiter und so fort. Und ich habe noch eine Determination drin, die aus meiner Webpage, falls ich da einen Twitter-Link reinhau, gleich den Twitter-Handle in mein Social-Media-Feld reinschreibt. Das habe ich im Google-Formular alles manuell machen müssen. Genau. Dann gucken wir uns mal ein bisschen die Demo an. Genau, also hier habe ich meinen Service. Da ist jetzt, ja, ich reiche meine Vorträge ein. Genau, hier ist meiner. Oh. Moment. Kann ich sehen. So, jetzt. Genau, dann gehen wir nochmal neu rein. Wäre langweilig, wenn das live immer alles so gut funktionieren würde. So, also ich habe hier meinen Service. Hier kann ich meine Vorträge einreichen, habe hier die Action, die sieht man ja schon. Genau. Genau, also viel mehr gibt es eigentlich gar nicht davon dazu zu sagen. Ich wollte es einfach mal kurz zeigen, damit wir wissen, was wir eigentlich testen. Genau, hier sieht man, ich gebe eine Twitter-Webpage ein, hier kommt dann die Determination zum Zug, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Coding rein. Genau. Muss ich wahrscheinlich wieder neu freigeben, und das sieht man es. Ja. Wunderbar. Genau. So, also hier habe ich ja mein Session-Behavior-Pool. Und habe hier meine Validations, einmal für die Mail, einmal für das Mail-Ending, wo ich auf die Provider prüfe, also dass ich nicht irgendwelche Trash-Mail-Adressen eingeben kann, weil es irgendwelche Leute, in Sören und Tobias, in Chris und Domi ärgern wollen und da irgendeinen Schrott einreichen und die müssen sich damit rumschlagen, fangen wir das doch gleich vorher ab. Genau, also die Validations, ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich prüfe einfach mal, ist so eine ganz blöde Validation. Hat die Mailadresse ein Add oder hat sie einen Punkt? Ansonsten Fehler. Genauso haben wir hier das Validate Mail Ending und das ist interessant, weil hier gehe ich auf eine Datenbanktabelle. Genau. Und da ist jetzt natürlich das Thema, wenn ich ja teste, kann das ja von Mandant zu Mandant
unterschiedlich sein, was natürlich in dieser Datenbanktabelle drin ist. Das heißt, ich muss das irgendwie wegmocken. Wir gucken mal in die Tabelle rein. Genau, hier sehen wir, hier haben wir gecustomized, das kann man machen. Ein paar Mail-Provider jetzt einfach mal, die wir zulassen. Genau. Ansonsten kommt ein Fehler. So, das kann aber natürlich überall unterschiedlich sein. Das heißt, wir müssen das später wegmocken. Jetzt gehen wir mal in unsere Testklasse. Wir lassen mal die Unit-Tests laufen, damit jeder mir glaubt, dass sie alle grün sind. Das ist, übrigens, das ist immer das schönste Gefühl, Unit-Tests sind grün. Also allein deswegen schreibt doch mal ein paar Unit-Tests. genau, wir fangen mal mit einer ganz, also wir fangen erstmal mit der Struktur der Testklasse an, beziehungsweise noch einfacher. Das Freundschaftsprinzip der Objektorientierung, das sind ja natürlich alles private Methoden in meinem Behavior Pool. Das heißt, ich muss meine Testklasse hier freundschaftlich bekannt machen, damit ich die privaten Methoden in meiner Testklasse natürlich aufrufen darf. Wenn das passiert ist, gibt es ja so die klassischen Methoden, die es in den Testklassen gibt, Setup, Teardown und so weiter und so fort. Und hier in meinem Class-Setup baue ich mir zum einen das CDS-Test-Environment auf, also das Test-Double-Framework greift da, und das SQL-Test-Environment für. Hier sehen wir es dann auch schon einmal meine CDS und einmal meine klassische Datenbanktabelle. Genau. Natürlich muss ich das auch in jeder, vor jedem Methodenaufruf wäre es gut, wenn diese Test-Doubles einmal refreshed werden und am Ende, wenn ich fertig bin, soll das einfach zack weg. Mehr ist es hier gar nicht und dann habe ich schon meine wirklichen Testmethoden. Also ich habe jetzt hier mal eine korrekte Mail, eine blöde Mail und eine mit einem korrekten Mail-Ending, wo ich dann später die Datenbanktabelle quasi wegfake. Und auch hier natürlich noch eine Action, die ich teste. Genau. Hier kommt das Entscheidende fürs Test-Double-Framework in meine CDS. Haue ich hier die Mock-Daten rein, von denen ich ausgehe, mit denen ich dann quasi testen will. Dann starte ich danach meine Validation. Und es sollte einfach, das ist jetzt wirklich mal so der einfachste Test, es sollte einfach kein Failed zurückkommen. Weil natürlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das hier mal wegmache, dann passt die Mail ja nicht mehr. So. Ja, dann läuft der genau deswegen nämlich gegen die Wand. Und so soll es ja auch sein. Wunderbar. Und dann machen wir aber auch mal noch die Gegenprüfung. Also ich gebe hier eine falsche Mail ein. Das ist nämlich keine Mail, das ist einfach irgendwas. Und hier so, gucken wir dann natürlich, ob einfach von meiner Validation hier was als failed zurückgemeldet wird. Genau. Und wenn dem so ist, dann wissen wir ja, okay, es passt, die Validation tut auf jeden Fall, was sie soll. Klar kann man jetzt wieder sagen, ja, liefert sie wirklich das Richtige zurück und so weiter und so fort. Aber wir fangen mal einfach an. Es gibt ja zig Wege. Jetzt werden wir mal ein bisschen konkreter. Jetzt prüfen wir das korrekte Mail-Ending. Also auch die Provider, die ich vorhin gerade gezeigt habe. Und jetzt ist natürlich das Ding hier, das ist ja keiner der Provider, der in meiner Datenbanktabelle ist. Aber was ich jetzt hier natürlich sage, ich schreibe jetzt hier in meine, die ich oben definiert habe, meine Datenbanktabelle, in mein Test-Double, schreibe ich jetzt hier einen Provider at testmail.com rein. Das heißt, wenn ich jetzt den Unit-Test ausführe, prüft er diese Mail hier gegen den Provider, weil ich beides hier fake. Das heißt, wenn ich meine Validierung starten lasse, prüfe ich hier wieder, es wird nichts zurückgemeldet, das heißt, es war ein Erfolg. Und das ist natürlich der Vorteil. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber das sind ja so die praktischen Dinge. Man prüft, ob eine Materialnummer existiert, Abhängigkeiten, man guckt mal in Tabellen, man mischt was zusammen. Und das kann ich halt wunderbar auch in mehreren Iterationen hier faken und kann so easy meine Tests schreiben. Also man sieht, das ist jetzt hier nicht viel. Klar ist das jetzt nicht praxisrelevant,
Aber viel weiter muss man ja gar nicht mehr denken, weil viele Validierungen, so war es auch bei uns, sind jetzt gar nicht oft so komplex, wie man meint. Genau, und dasselbe haben wir hier auch noch für die Action. Da gebe ich jetzt hier eine Action rein, die nicht accepted ist. Und am Ende soll natürlich was rauskommen. Jetzt prüfen wir nicht nur, ob irgendwas leer oder voll ist, sondern wir gucken hier in unserem Expected, ob Session accepted gleich X ist. Das heißt, die Action hat ja den Zweck, die Session auf akzeptiert zu setzen. Und das prüfe ich hier genau. Und dann prüfe ich am Ende wirklich, ob mein Expected gleich dem aktuellen Wert ist, der hier von meiner Action zurückgeliefert wird. Auch das ist eigentlich relativ einfach. Jetzt haben wir auch nochmal einen anderen Fall. Jetzt gehen wir mal in unseren Speaker. Der ist ein bisschen kleiner. Der Speaker kann auch nicht so viel wie die Session, die Entität. Genau, auch hier habe ich dann meine Funktion Auto-Twitter-Handle. Das ist eine Determination wiederum. Hier die. Natürlich hier rein. Genau, die macht nichts anderes aus hier ganz simpel, also aus meiner Twitter-URL mein Handle mir generieren und den quasi in das Feld zurückschreiben, in das Feld Social Media. Auch das kann ich natürlich wunderbar testen, indem ich hier auch wieder sage, ich gebe hier eine Twitter-URL mal rein, meine jetzt in dem Fall, und erwarte dann später nämlich, was das genau hier expected, zack, das in meinem zurückgelieferten, in meiner zurückgelieferten Speaker, Social Media, in meinem Feld, das genau drinsteht. Ja, einfach faken, laufen lassen. Das war jetzt ein Determination, wir hatten jetzt eine Action. Und wir hatten eine Validation, also schon so die Kernpunkte von einem Hub-Service, sage ich jetzt einfach mal, die man ausprogrammiert. Und das war, ja, das habe ich die Demo gestern Abend mal gemacht. Natürlich kann man da an Details feilen. In produktiven Szenarien steckt da sicher viel mehr dahinter, aber man kriegt ja ein Gefühl dafür, hey, ich kann Abhängigkeiten relativ einfach auflösen auf CDS, auf SQL-Ebene und lasse dann hier meine mit DML die Sachen laufen und guck dann, was rauskommt und prüft das und zack, habe ich ein paar Unit-Tests. Das ist Smoke-Test-Ebene. Ich muss gar nicht alles immer im Detail testen. Fangt einfach mal mit einer Validation an oder mal mit einer Determination und guckt mal. Und jetzt, was fast noch schöner ist oder was mir noch mehr Spaß macht, ist das Testen auf der OData-Ebene, also die Integrationsebene. Und dafür habe ich dann wirklich eine komplett eigene Testklasse angelegt. Die Methoden kennt man ja wieder. Was hier natürlich dazu kommt, ich muss mir den Client Proxy hier mal erstellen. Create Local Client Proxy, wo haben wir es? Genau, gehen wir da hin. Da gibt es einfach Klassen, das ist Substandard. Muss hier sagen, welchen Service ich da testen will. Habe hier natürlich auch wieder das Testable Framework, weil da stecken ja hinter dem Modell Service auch wieder CDS-Views. Genau, und habe hier gleichzeitig da auch ein paar Mock-Daten. So, jetzt gehen wir mal rein. Jetzt haben wir hier mal einen einfachen Test, also wir können den auch mal wieder laufen lassen zwischendrin. Genau, wir haben hier einfach mal, wir lesen Sessions mit einem Filter. Also wir gucken jetzt mal alle Sessions. Hier oben habe ich meine Mock-Daten. Gut, es gehen beide 30 Minuten. Lassen wir einen Filter auf unserem OData-Service drüber laufen. Alle Sessions, die 30 Minuten gehen, feuert den Request ab und guckt dann hier am Ende einfach, was ich für Sessions zurückkriege von meinem Service. Hier Session Test 1, Session Test 2. Das sind genau die ich hier gefaked habe. Würde ich jetzt hier 45 reinschreiben, käme nur noch ein raus, wird es nicht mehr funktionieren. Was noch interessanter ist, auch mal in wirklichen Create-Request mit meinem OData-Service abzufeuern.
der nicht funktioniert, der gegen den Fehler läuft, nämlich indem ich hier eine falsche Mail mitgebe, nämlich hier einen Dummy-Text. Feuer hier mein OData-Request ab und fange hier dann den Fehler auf, hol mir die Messages vom Message-Container und merke, dass hier meine beiden Validations gegriffen haben, nämlich einmal der Not-Known-Provider und einmal das falsche Format, nämlich Add und Punkt, die erste Validierung, die ich hatte. Das heißt, so kann ich auch Abhängigkeiten prüfen. Habe ich jetzt mehrere Validations, die greifen, eins klappt, eins nicht, trotzdem läuft der Service auf einen Fehler und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, also wenn ich mich entscheiden müsste, was ich jetzt zum Glück nicht muss, mache ich Unit-Tests oder Integration-Tests auf OData-Ebene, würde ich das sogar zuerst mal machen, weil das liefert einem schon mal ein gutes Bild. Ja, jetzt gucken wir auf die Zeit. Ich habe auch noch, also die ganzen Codings, die gibt es auf GitHub, habe ich vorhin schon erzählt. Die sind aber auch hier in den Folien hinten alle drin. Einfach mal Screenshot, wer jetzt nicht Lust hat, sich das alles von über Upperbit runterzuziehen und anzugucken und einzurichten, sondern wirklich einfach nur ein bisschen mal gucken will oder sich Inspiration holen, nenne ich es jetzt einfach mal. Genau. Abschließendes. Genau, testen früher ist nicht mehr testen heute. Es hat sich einiges getan. RAP bietet viel. Testable Framework, man hat es gesehen. RAP ist wie geschaffen für Testen, finde ich zumindest. Man hat No-Data-Service-Integrationstests, man hat Unit-Tests sowieso schon, aber durch die Architektur bietet es viel. Genau, lasst euch nicht von der Vergangenheit ärgern oder verunsichern. Probiert es jetzt. Ihr habt einen neuen RAP-Service, fangt mal damit an. Am besten auch mit einem kleinen Projekt. Wirklich mal was, wir hatten jetzt ein POC in unserem Fall, einfach mal anfangen und gucken, es geht nichts kaputt. Und wenn, dann merkt es ja eure Tests. Wissen teilen ist immer wichtig, vor allem intern, aber auch extern immer gern gesehen. Ja, was ich zum Beispiel interessant finde, jetzt im Zeitrahmen geht nicht mehr rein, aber ja, ich finde auch das Thema Testen in insofern gut, dass man sehr einfach auch die RAP-Services dadurch debuggen kann. Ich muss nicht mein ganzes Fiori-UI durchklicken, sondern wenn ich einen Test auf irgendeiner Kind-Entität laufen lasse, setze meinen Breakpoint in meinem Coding und dann zack, bin ich im Debugger drin und kann mir natürlich auch die Daten so hinfaken, dass ich danach nachvollziehen kann, was schief läuft. Ja, genauso keine sinnlosen Qualitätsmerkmale hat man auch alles schon erlebt. Wir brauchen eine Testabdeckung von 95%, sonst ist alles doof. Und dann guckt man in die Unit-Tests und alles sind leer, aber sind alle grün. sondern, hey, guckt einfach, was steckt dahinter. Und wenn ich nur mal 3 Validierungen teste, ist doch schon mal was. Genau noch zum Abschluss. Qualitative Testdaten sind wichtig. Gab schon gute Vorträge. Thema Testdatencontainer. Das ist sicher was, wo, wenn man mal angefangen hat, wenn man erst Erfolg hat, wo man sich als nächstes auch mal dann mit den Fachbereichen, mit den Beratern mal hinsetzen sollte und sich auch mal angucken, wie kriegen wir jetzt auch sinnvolle Testdaten dahin und nicht einfach irgendwie vom Entwickler gefakte Dummy-Daten, nur damit es, so wie ich jetzt hier auch hatte, dass es grün ist, sondern die Qualität steigt natürlich mit den Testdaten. Und was man ja auch wieder lobenswert erwähnen muss von der SAP, gibt's hier in der SAP-Help, man muss ja auch mal erwähnen, wenn die SAP-Help sehr gut gepflegt ist zum Thema Testen, hier wirklich gute Dokus, Beispiele für Unit-Testing, was wir jetzt hier hatten, Beispiele für Integration-Tests auf OData-Ebene mit Code-Beispielen, da habe ich mir Teile auch rauskopiert. Es ist wirklich gut, das kann man sich angucken, das ist in den Folien verlinkt und so sollte doch der Einstieg sehr einfach gelingen. Genau in dem Sinne würde ich sagen, ja, bin ich fast in time, 3 Minuten vorher. Super, vielen Dank. Ich frage, ob es auch irgendwelche Fragen dazu gab, aber wenn wir jetzt nichts auf. In der Tiefe.
gab es Rückmeldungen zur Testmotivation oder woher so die Motivation kommt? Ich denke, das wäre doch interessant. Ich glaube, nur der Marian hat dazu geantwortet, dass er da ein bisschen unterwegs ist, aber sonst, genau, auch die Projekterfahrung, wieso Unit-Tests machen, das kostet ja Zeit und Geld, da muss man den Entwickler beschäftigen. Wir machen lieber einen Test mit 20 Menschen aus dem Fachbereich manuell. Ja, gut, das ist aber das Budget kommt doch aus einer anderen Kostenstelle. So, ja, okay. Deswegen. Ja, aber was auch ein interessantes Beispiel ist, man braucht ja nicht nur die unbedingt Unit-Tests, der Unit-Test wegen, schon allein, dass man sich sein Unit-Test-Beispiel aufbereitet, um überhaupt irgendwas zu machen, ohne Asserts oder sonst irgendwas. Das, man sieht, wenn das Coding mal dumpt, man ändert beispielsweise Methode A, ja. Man lässt seinen Unit-Test laufen, der einfach nur stupide irgendwas macht. Oh, guck mal, das dumpt, weil ich irgendwas kaputt gemacht habe. Und das bekommen ja viele nicht mit, dass dann Codings wurden. Mal der kurze Quick-Fix mal als schlimmer Dumping-Produktion also läuft. Das war ja auch so der Gedanke, wenn man so testet, ist das jetzt nicht, dass man das jetzt blind ohne mal eine Qualitätssicherung jetzt deployen kann in die Produktion. Das sicher bitte nicht. Aber es hilft erstens mal, sich ein bisschen besser mit seinem Service zu beschäftigen. Es ist eine gewisse Dokumentation. Man kann einfacher debuggen oder schneller debuggen, als wenn ich jetzt vielleicht irgendwie jedes Mal mein MyFury UI durchklickern muss, um nur irgendwas mal zu testen. Es ist auf jeden Fall deswegen auch Smoke-Test. Es ist jetzt kein, ja, man muss es nicht größer machen, als es ist, aber es ist besser als nichts. Das, genau. Ja. Es ist ein Anfang und auf einem Anfang, da habe ich noch was Schönes, kann man doch auch aufbauen. Genau. Wer weiß, was dann draus wird, wenn man mal anfängt. Zack, in 2 Jahren Testdatencontainer. Freitagabends wird deployed und Montagmorgen sind doch alle da und nicht alle krank. Super. Gut. Vielen Dank. Also wir haben jetzt noch ein paar Minuten Pause, bis dann, ich glaube, 5 Minuten der Christopher übernimmt. Dann sehen wir uns gleich wieder.